Okay, komm Freunde, wir müssen. Können Sie bitte, gibst du mir ein bisschen was ins Gesicht? Machen Sie eine Nahaufnahme von mir? Wir einen Film über den Kölner Zoo. Dann machen wir Weißab gleich. Ja, wir sind von der Filmschule. Von der Filmschule? Das ist ein Seminarprojekt. Ey, wir müssen auch noch genug von den Affen. Das ist Enkel Carlo. Der möchte auch gerne mitmachen. kommt das auch ins Fernsehen oder ins Kino? Oder? Paula? Nee, das ist erstmal hochschulintern. Hol doch schon mal den Direktor, ja? Okay. Aber wir müssen jetzt weiter drehen. Also ich würde Sie bitten, ein bisschen leise zu sein. Ist es denn prinzipiell so? Lass mal ganz kurz, ja? Ja. Okay. Sie können mitnehmen. Passt. Wunderbar. Handys alle aus? Laufen wir jetzt schon? Ja, wir laufen. Natürlich. Achtung, einmal Kamera. Also mit Ihnen habe ich das Vergnügen. Ein bisschen näher. Ja, Melissa Stein, hallo, Herr Zankowski. Und bitte nie direkt in die Zankowski, Kamera schauen. Ich merke es mir. Ja, dann ist der Ton in Ordnung. Ich höre ja nur Affen. Entschuldigung, aber das Hemd geht überhaupt nicht. Jetzt hätte sie mir sagen müssen, ich habe ein anderes im Büro. Ich kann es holen. Okay, komm Freunde, wir das müssen. Das ist in Ordnung, machen Sie einfach mach die das ersten Knöpfe zu. Oder so. Erik? Die ersten drei. Ja. Handys aus? Super. Sieht super aus. Herr Zankowski, in Ihrem Zoo kommen viele verschiedene Spezies zusammen. Die Affen auf dem Hügel und die Menschen davor. Wie reagieren denn diese beiden Arten aufeinander? Ja, sehen Sie, die Menschen reagieren auf die Affen immer hochinteressiert, weil die Affen uns in ihrem Sozialverhalten, in ihren Hierarchien und auch ein bisschen ja, in ihrem Sexualverhalten schon ähnlich sind. Besonders die Kinder amüsieren sich hier besonders. Also ich denke, die Affen, das ist unsere Hauptattraktion immer wieder. Gerade bei den Jungen. Ja, das glaube ich gern. Herr Heckamp. Ja, also besonders unsere kleinen Affen, die sind natürlich immer die Attraktion, weil die noch so verspielt und natürlich sind. Und da jetzt nicht dann hier echt so nur noch geschreien. Kindergarten ja, haben. Mach kurz ein paar Schnittbilder, Leute. Die rasten mir total aus. Was geht denn jetzt ab? Der ganze Zoo rastet aus. Hey, die haben Angst. Guck mal, die verkriechen sich alle. Fast schon unheimlich. Seht ihr das da oben? Schenk mal hoch, Erik. Ey, voll das UFO. Ja, ist ja komisch. Ist das ein Flugzeug? Alles wie beleuchtet. Nimmst du das auf? Was ist das, ein Komet oder was? Es geht runter. Es kam aus dem Nichts. Produktionsbesprechung. Und wenn wir eben unser komplettes Konzept kippen, weil Erik was im Himmel gesehen hat. Das muss doch viel aufgefallen sein. Leute, wir können auf keinen Fall unseren ganzen Drehplan umschmeißen, nur wegen sowas. Ola, wir sagen doch nur, dass wir es versuchen sollten. Einfach nur versuchen. Da ist der Einschlag. Es gibt auch keine Berichte darüber. Vielleicht sind wir die Einzigen, die was gesehen haben. Ja, gesehen, aber was haben wir gesehen? Ich glaube, das sind Kometen. Ja? Also, wenn die runtergegangen sind, sind es genau. Keine Kometen. Sondern? Meteoriten. Ja, eben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben einen Zeitplan einzuhalten. Was ist ein Zeitplan? Ja, wieder reinzugehen, das Elefantenbaby zu drehen, die Giraffen, den Ameisenbär, all das. Stell doch mal vor, wir finden das. Jetzt guck nicht so. Stell dir vor, wir finden was. Wir schreiben Filmschulgeschichte. Hey, was war die Aufgabenstellung für den Abschlussfilm? Und, wo müssen wir dann lang? Dokumentieren Sie etwas Außergewöhnliches. Es ist die Richtung Südwesten und wir fahren einfach so lange, bis wir was sehen. Ja, ich meine, was ist das denn? Das kann doch genauso gut einfach ein Kamerafehler sein. Ja, bitte. Leute, wir sind Studenten. Wenn wir nichts riskieren, wer denn dann? Wer dann? Die Weise. Ja. Also, eins. Ja, ich bin auch dafür. Zwei. Melissa? Ja, überstimmt. Also. Leute! Ganz was? Ehrlich, nee. Ihr habt sie nicht mehr alle. Mann, Paula, jetzt stress doch nicht schon wieder rum. Was denn? Stress doch nicht rum. Leute, ganz ehrlich, wir haben das alles vorbereitet. Wir müssen nächste Woche abgeben. Das ist die totale Zeitverschwendung. Ja, aber hast du keine Lust, was zu riskieren? Kann ich erstmal fahren? Wenn es einen Meteoritenkrater gibt, dann können wir das Material sogar ins Fernsehen verkaufen. Das nervt mich nicht. Ja, wir müssen noch ein bisschen Proviant einpacken. Und Wasser brauchen wir auch. Also wir machen das die ganze Zeit. Ja? Die besten Sachen passen. Hast du den Akkugürtel? Ich fahr nicht. Auch Paula, jetzt komm schon. Ich liebe den Geruch von frischen Meteoriten am Morgen. wir sind jetzt wieder unterwegs. Es gab nämlich eine kleine Planänderung. Ich weiß nur, dass wir den Zoo verlassen haben und dass wir ja, dem hinterherfahren, was wir da am Himmel gesehen haben, was auch immer das ist. Monsieur, wohin geht denn die Fahrt? Zum tausendsten Mal, wir fahren nach Euskirchen, ja, Südwesten, da sind die runtergekommen. Wir haben Paula überstimmt. Ja, wir werden wir haben demokratisch abgestimmt, das ist alles. Ja, oder? Wir haben demokratisch abgestimmt, haben wir gemacht. Ja, ja.
musst jetzt gar nicht so schmollen die ganze Zeit. Leute, ihr seid so blöd, echt. Es ist so sinnlos. Es ist so eine Zeitverschwendung einfach. Ey, was mit Nachrichten hören? Hey, Erik. Ja, guck mal bitte, ob da mittlerweile was im Radio ist. Die Stauampel steht auf grün. Es ist gar nichts los draußen. Ganz wenig Verkehr. Das Wetter... war vor allem für ihr Projekt das Hartkitzaum gut. Die Ministerpräsidentin... Ja, kannst du vergessen. Das liegt in Nachrichten. Wir sind die Einzigen, die irgendwas gesehen haben. Das kann doch nicht sein. Wir haben was gesehen, das steht außer Frage. Ja, und ich hoffe, dass wir was finden. Egal, ob es jetzt ein abgestürztes Flugzeug ist, was ich nicht hoffe, oder was Militärisches oder sonst was. Freaks. Wo müssen wir lang? Ich bin nicht sauer, ich find's einfach nur super unnötig. Vielleicht sollten wir mal jemanden fragen, ob sie was gesehen haben. Was wollt ihr denn auch fragen? Ja, haben sie hier irgendwie was in Wald krachen sehen? Ja, ich meine, ja, frag doch mal. Außerdem, nein, nachher klaut er uns doch unsere Story, Mann. Oh ja. Würde ich nicht riskieren. Also wenn, dann sind die ganz tief im Wald runtergekommen. Sonst hätte irgendjemand was bemerkt. Klar, tief im Wald. Haltet mal nach Rauchausschau, ja? André Kem, die Fortschritte unserer Mission mager, das Team erschöpft und zerstritten, der Geist ungebrochen. Ich breche auch gleich. Leg das Ding jetzt mal weg. Leute, wie lange wollen wir noch hier durch die Pampa fahren? Ey, das ist nur dämlich. Sag mal, die Pampa liegt in Argentinien, Paula, oder? Und wir haben gesagt, wir probieren was zu finden und jetzt probieren wir was zu finden. Das hat nichts mit Zicken zu tun. Doch. Wir probieren nur schon seit 4 Stunden. Und ich muss mal aufs Klo. Leute, ich verreise so nie wieder mit euch. Es ist zum Kotzen. Ihr seid wie ein Kindergarten. Wow. Wie? Außerdem ist es doch schön hier. Ja. Was habt ihr denn? Toll, wir sind im Wald. Super. Das ist eine verwöhnte Stadt, gehört. Die André Kem bleibt dran. Du Spanner. Hey, ich nehme halt alles mit. Der André Kem. Okay, jetzt machen wir eine André Kem. Kommt mal bitte. Kommt mal rein, wir machen André Kem. Wir fahren einfach los. Kommt mal rein. Leo, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Los, fahr! Los, los, los. Los, los, los. Okay, warte. Okay, warte. Das war die andere Cam. Okay, wenn wir uns jetzt ranhalten, sind wir bis 9 zu Hause. Boah, eure Kometen haben uns den halben Tag gekostet. Unsere Meteoriten? Wir haben das wenigstens probiert. Sehe ich genauso. Was ist denn da? Seht ihr das? Paula, was denn? Paula, halt an jetzt! Oh Gott, Leute, ich will jetzt echt nach Hause. Was ist denn? Seht ihr das? Ja, ich sehe es auch. Kannst du noch mal ein Stück zurück? Ja, geh mal zurück. Noch ein Stück zurück. Paula, bitte ein bisschen zurück. Bitte. Das ist Rauch. Stopp. Ja, stopp, da ist was. Ja, hier kommt tiefer auch. Hier verbrennt der Bauer seinen Müll. Können wir jetzt weiter? Tja, so sieht das aber nicht aus, ehrlich gesagt. Es sieht eher aus, als wäre da was abgestürzt. Oh, Leute, ich will jetzt echt nach da. Da ist was. Setz mal zurück. Okay. Hey, Leute. Setz mal zurück. Fahr mal da hinten rechts. Hier oder was? Ja, da ja, rechts. Ja, probier's einfach. Da seht ihr die Rauchsäule noch. Ey, da vorne hat's geklatscht. Boah, so scheiße. Krass. Also so wie das aussieht, steht das echt noch nicht lange hier. Steig mal bitte aus und guck euch das bitte mal an. Das ist ja total aufgerissen. Wenn der jetzt
Tier war, dann ist der... Das ist wie so eine fette Kralle hier. Ja, wir können nichts machen. Scheiße. Ich meine, wenn da keiner drin ist, dann hat, ja, er sich, dann hat er sich Hilfe geholt. Seid ihr drin? Lass uns weiter. Ja, wir können doch jetzt nicht einfach weiterfahren. Wir müssen Hilfe holen. Ja, ich glaube, der ist hier reingebrettert und hat sich jetzt nicht selber Hilfe geholt. Hier dürfen wir eigentlich gar nicht langfahren. Weißt du was, wenn sie uns erwischen, sagen wir, es war einfach deine Idee. Haha. Wow. Okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Sieht richtig krass aus. Scheiße, guckt euch das mal an. Was ist das? Wow. Ja, scheiße, schaut euch das mal an. Mach mal den Wagen aus, warte mal kurz. Okay. Komm, Erik, wir gucken uns das mal an. Sowas macht doch kein Meteorit. Hier, hier ist irgendwas reingedonnert. Irgendwas Metall. Ist alles in Ordnung? Lass dieses Scheißding bloß nicht an. Heiß wie Sau. Metallteile. Das ist ein richtiger Trichter, bis ganz da nach hinten. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ja, hier sind überall Metallsplitter im Baum. Meine, was ist denn hier passiert? Okay, eins steht fest, wir haben es gefunden. Das ist alles schwarz. Warte, Leo. Alles voller Metallsplitter. Das war kein Flugzeug, oder? Ja, oder sowas mit der Rakete. Das sieht nicht nach Flugzeugteilen aus, wenn man nicht braucht. Pass doch auf. Warte. Ich glaube auch, wir sollten jemandem Bescheid sagen. Leute, hier sind noch viel mehr Teile. Was denn? Ich dachte, das wären Meteoriten. Ich glaube, das hier ist noch viel besser. Sag mal gerade in die Kamera, was du machst. Ich will ihn langsam die Sonne und dann vernünftige Bilder zu kriegen. Neues ist blendlich drauf. Wir fahren einfach zurück und sagen irgendwie Bescheid. Nein, das ist eine eigene Polizei. Was willst du denen sagen? Willst du eine Doku oder nicht? Nee. Also was willst du? Willst du jetzt in den Zoo zurückfahren und morgen was machen? Ja, vielleicht war es auch einfach ein Unfall. Ja, dann. Guck mal, Paula, wenn wir jetzt zurückfahren, dann kommen wir morgen wieder und dann ist es hier alles abgesperrt und dann ist RTL da, ProSieben und die ganzen Leute, genau das, was wir machen wollen. Und was, wenn wir einfach wieder zurückfahren und irgendwo Bescheid geben oder so? Das ist, aber wenn wir jetzt zurückfahren, dann dauert zwei Stunden, der Geruch, das ist auch nicht. Vielleicht ist den Amis ja eine Drohne abhanden gekommen. Aber was es auch ist, ich will unbedingt wissen, was das ist. Leute, stellt euch mal vor, wir wären die Ersten, die das hätten. Ich stell doch mal vor, hier ist wirklich was runtergegangen, wovon keiner weiß. Und wir sind die Ersten, die es mitkriegen. Wir suchen morgen das Waldstück ab. Wir hier schlafen? Ist im Wald oder wie? Nein, im Bus. Und die Nacht bricht herein über Marlboro Country. Erik, wie viele Akkus haben wir? Ich denke, mehr als genug. Wieso? Speicherkarten? Ja, auch genug. Wieso? Ja, weil wenn wir angenommen... Nur angenommen, wir fahren heute noch zurück. So, dann brauchen wir mehr als zwei Stunden. Oder? Zwei Stunden ungefähr. Puh, ja, sind wir auch gefahren. Ja. Ohne suchen. Naja, und das Ding ist, wenn wir dann morgen wiederkommen, wird hier locker alles abgesperrt sein. Habt ihr das? Ist es jetzt euer Ernst? Wollt ihr wirklich hier im Wald schlafen? Im Bus? Klar. Ja, wir können doch in einem Bus schlafen. Wie alle? Wir pennen hier. Und ja, sehen uns morgen mal an, was wir so haben. Also dann, gute Nacht. Ich meine, Lichtkugeln am Himmel, eine verbrannte Landeschneise und all das, hallo? Hey, jetzt geht die Märchenstunde los. Und ich sag das jetzt einfach mal, wenn sich sonst keiner traut. Unidentified Flying Objects. Aliens! Oh Mann, ey, André, du bist so ein Nerd. Ey. Ein süßer Nerd, aber nicht. Moment, Maya, ich bin kein Nerd. Leute, ich hau mich hin und träum vom kleinen grünen Männchen. Gute Nacht, du wird. Mach aber das Feuer richtig aus, sonst fackeln wir den Wald ab. Ich geh mit. Kommst du mit, Melissa? Mensch, yep. Ich bin kein Nerd. Nee, du bist kein Nerd. Tschüssi, Nerds. Gute Nacht, Melissa. Du bist ein kleines Pavian-Baby, bist du. Schlaf gut. Sag mal ganz schnell dann an der Kaffee. Warum? Mach einfach. Ja, stimmt, den kenne ich. Aber Kaffee. Ja, also, ihr habt kein UFO gesehen, aber im Moment scheint es ja die
wahrscheinlichste Möglichkeit zu sein. Ich meine, die Metallsplitter hier und all das, das ist ja wohl nicht von dieser Welt. Naja gut, es könnte immer noch ein Flugzeug sein, oder? Ja, aber sahen diese Lichtkugeln für dich wie Flugzeuge aus? Ja, du bist doch ein kleiner Alien-Fanatiker, ey. Mach mir mal ein Alien. Boah, du Arschloch! Fick dich! Ja, du bist so ein Schwein, ey. Tut mir so leid. Ach, das tut dir leid, ja, komm. Ach, komm, fick dich. Komm, geh. Das sah so geil aus. Ey, kommt mal gucken, Leute. Kommt mal gucken direkt. Kamera-Equipment 4000 Euro. Hose von Guess 70 Euro. Ein Platz im Auto zum Schlafen, unbezahlbar. Sorry, Mann, aber du passt ja echt nicht mehr rein. Nee, nimm einfach die Decke. Nacht, Leute. Gute Nacht. Gute Nacht, André. Lass dich nicht von den Regenwürmern beißen. Träum von mir. Deine Mama. Irgendwas ist da im Wald. Hoher Ton, ich weiß nicht, ob man den auf der Aufnahme hört. Was ist das? Was ist das? Es ist nicht kaputt. Ja, lass ihn suchen dann. Mann, André! Erik? Wo ist denn der? Da vorne war auf jeden Fall die Kamera. Ey, was ist das jetzt hier schon wieder für eine Mickey-Maus-Scheiße, Mann? Wo ist denn der hin? Ich will jetzt endlich mal nach Hause fahren. Ja. Und wenn ihm was passiert ist? Durchsuchen den Wald. Scheiß André. André! André! Unglaublich. André,
Ich bin gestern ein bisschen doll erschreckt. Aber deshalb muss man doch nicht weglaufen. André ist nicht lustig. Komm, wir warten einfach. Der kommt schon zurück. Großes Geheimnis. Wo ist André? Vielleicht doch mit Sei mal kurz ruhig, sei mal kurz, sag doch was. Oh fuck, was ist das? Scheiße, mach mal zurück, mach mal zurück. Gott, das siehst du gerade mal auf drei Einzelbildern. Was ist das bitte? Das sieht eigentlich fast gar nichts. Ja, bleib mal ruhig jetzt, bitte. Das hilft uns wirklich nicht gerade. Nee, ist mir egal. Ich rufe jetzt die Bullen. Wenn ihnen irgendein Tier angefallen hat oder so, dann... Oder in den Wald geschleift wurde. Ich hab schon hier. Shit, Leute, ich hab keinen Empfang. Könnt ihr mal gucken? Was? Ja, nee, bei mir ist auch tot. Hey, du hattest doch gestern noch Empfang. Ich weiß doch noch mit deiner Freundin telefoniert. Ja, gestern hatte ich auch noch Empfang. Ja, okay, Leute, ganz ruhig. Ich gehe jetzt mal in die Straße. Ist nicht euer Ernst? Das können wir nicht bringen. Hast du vielleicht eine bessere Idee? Leo? Verdammt, wir können jetzt nicht zurückfahren. Wer weiß, wie lange es dauert, bis wir die Bullen erreichen und André liegt da irgendwo im Scheißwald und verblutet. Hat recht, Paula, wir müssen ihn suchen. Nee, ohne mich. Ich fahr zurück und hol Hilfe. Ihr könnt alleine in den Wald laufen. Erik? Scheiße. Mann, ey! In Richtung Süden. André! 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 Hört ihr das? Scheiße, seht ihr was? Ey, da kommt irgendwas. Vielleicht gibt's hier Wildschweine oder so. Oh, ey, Mann! Paula! Paula, Mann! Du wolltest nach Hause fahren. Wollte. Ich bin einfach den Rufen nach. Lass uns lieber suchen, damit die Scheiße endlich ein Ende hat. Mann, Paula, du kriegst von mir eine Glocke um den Hals. André! Ey, wir sind jetzt schon so weit vom Wagen. Welchen Sinn macht das noch? Ja, der kann doch nicht einfach weg sein. Du Scheiße. Was? Was? Ja. Ach du Scheiße. Leute, was habt ihr da? Blut. Hier ist alles voller Blut. Boah, da am Baum auch. Leo, das ist doch nicht von André. Das muss von irgendeinem Tier sein. Ja, sieht frisch aus. Du Scheiße. Ey, schaut mal, wie viel das ist. Ey, hör doch mal auf, das zu filmen. Das ist ja ekelhaft. Glaubst du, das ist von André? Das muss von den Vögeln hier sein. Schaut euch das mal an, bitte. Was ist denn? Leo. Was? Boah. Was ist das denn? Das ist alles voll davon. Ja, boah. Und sowas habe ich schon mal gehört. In den USA gab es immer sowas. Wie hunderte tote Vögel, einfach ohne Grund. Geh ewig so weiter. Das muss eine Seuche sein, oder? Was meint ihr? Scheiße. Sieht ganz danach aus. Bei der Menge an Vögeln. Anstecken. Lasst uns lieber weiter. Scheiße, ey! Erik? Ey, guck mal! Erik, was ist los? Erik? Erik, was? Was ist? Um den Baum.
Nein! 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 Hey, komm bloß nicht hierher! Nein, komm nicht hierher! Komm nicht hierher, Mann! Zeichnen dies für die Polizei auf. Diese Aufzeichnung ist der Körper von unserem Freund André Selge zu sehen. Wir haben sein T-Shirt erkannt. Es wirkt, als hätte ihn etwas mit großer Gewalt gegen den Baum geschleudert. Ein Tier macht sowas. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht ist es auch gar nicht andere. Bring uns hier raus, verdammte Scheiße. Leoparden. Leoparden machen sowas. Die zerren ihre Beute in den Beinen. Leoparden in Deutschland? Was laberst du für eine Scheiße, Erik? Hey, jetzt bleib mal ruhig. Bring uns hier raus, verdammte Scheiße! Bring uns hier raus! Bring uns hier raus! Ich bin sicher, dass das die richtige Richtung ist. Ey, wir haben uns so verlaufen. Mann, noch kein Netz. Nein, 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 nein. Ist überall in Ordnung. Der Kompass spinnt total. Weiter, nicht stehen bleiben. Was dann, Melissa? Willst du noch eine Nacht hier verbringen, ja? Willst du das wirklich? Es wird bald dunkel, wir können nicht in den Wald! Halt's Maul, Leo! Halt einfach's Maul! Ich tue schon mein Bestes, okay? Was soll ich denn noch machen? So groß kann der Wald doch nicht sein. Irgendwann müssen wir doch Lärm von der Straße hören. Schau dich doch mal um, hier ist gar nichts. Was machst du? Komm! Ja, ich komm gleich. Ja, Leute, hier ist Wasser. Wartet. Nein, ist in Ordnung. Erik, trink was. Okay, wir folgen dem Bach. Dann musst du irgendwo rauskommen. Lass uns nicht zu lange hier bleiben. Ich hab so einen Hunger. Ja, wir haben alle Hunger. Was ist das?
Hört ihr das? Scheiße! Es ist da hinten im Wald. Jetzt komm! Fuck, hier waren wir schon. Ich kann nicht mehr. Okay. Wir müssen einen Platz im Schlafen finden. Ja, da bin ich auch für. Wir sollen im Wald schlafen? Ich meine, bei der Dunkelheit finden wir hier sowieso nicht raus, oder? Diese Kuhle ist doch ganz gut zum Schlafen. Was? Was ist mit André passiert? Meinst du, ist vielleicht irgend so ein Verrückter im Wald unterwegs oder so? Das könnte ein Mensch gar nicht alleine schaffen. Ein ganzes Schlachthaus. Hör auf, Mann! Was soll das? Schlachthaus? Ich hab noch das Seil dabei. Wenn wir uns alle daran festbinden, dann merken wir sofort, wenn einem was passiert. Erik weg. Ich dachte, er ist noch kurz im Busch, aber er kam nicht wieder. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig! Scheiße.
Leo, bleib hier, du kannst jetzt nicht gehen. Ich finde ihn nicht. Oh Gott. Oh Letzte Nacht ist irgendwas mit Erik passiert. Keine Ahnung was. Er ist auf jeden Fall weg und wir suchen ihn jetzt, bis wir ihn gefunden haben. Ich lasse ihn nicht im Stich. Erik! 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 Hey, was ist los? Komm, Melissa. Wir suchen jetzt weiter, bis wir ihn finden. Paula! Paula! Ey, wir sind nur wegen dir hier! Wir müssen weiter suchen! Was sollen wir hier noch suchen? Da ist doch alles klar! Mann, Paula, hör auf! Wir müssen jetzt zusammenhalten! Ich scheiß auf zusammenhalten! Und jetzt? Die Spur hinterher. Scheiße, Leo! Warte!
Wir suchen ihn, bis wir ihn gefunden haben. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Erik! Hier geht die Spur weiter. Da oben. Was ist bloß mit den Vögeln los? Hey, die haben Angst. Das ist so, als würden sie ein Raubtier wecken oder so. Was ist das denn? Seht ihr das? Widerlich. Scheiße. Das Blut. Da drin flackert was. Hast du sowas schon mal gesehen? Da. Was zum Teufel ist das? Das ist ein großes Netz. Das ist ein großes Nest. Wir müssen hier weg. Da drin bewegt sich was. Aus der Felsspalte kommen merkwürdige Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Das führt in die Felsspalten da. Ich schau mir das mal an. Du willst da rein, Leo? Wir müssen hier so schnell wie möglich weg. Ich will wissen, was das ist, Vater. Denk doch mal nach, was ist mit André und Erik passiert? Weißt du was, du kannst ja hier bleiben und nachdenken. Ich gehe jetzt rein und schau mir das an. Nein, Leo! Scheiße, Leo! Was machst du, Paula? Bleib hier! Die Linse beschlägt. Krass. Komm zurück. Ja, Scheiße. Paula? Bewegt sich. Es lebt. Ich will hier weg. Mein Gott. Da sind Körperteile von Menschen drin. Leo!
wird sie ausgepresst.
Scheiße. Komm jetzt! Was auch ist total rutschig. Fahr das nicht ab! Los, los, komm! Komm hoch, komm hoch! Komm! Paula! Paula! Paula, ich hab dich! Ich hab dich! Halt dich fest! Halt dich fest! Stütze hier! Leo! Ich hab dich! Ich hab dich! Ich hab dich! Komm schon! Komm schon! Stütze dich hier! Okay! Okay! Okay. Ja? Los! Geht's mit deinem Bein, Paula? Es brennt so krass! Halt durch! Was war das? Leo, was war das für ein Vieh? Ich glaube, sowas hat überhaupt noch nie jemand gesehen. Kapiert ihr nicht? André hat recht. Diese Lichtkugel über dem Zoo. Das war kein Meteorit. Was dann, Andres UFO? Sowas gibt's nicht. Und woher kam dann dieses Vieh? Vielleicht ist es sowas wie ein Virus. Habt ihr gesehen, wie viele Eier da waren? Wir müssen die Leute warnen. Was, wenn's schon überall ist? Oder wenn's niemand glaubt? Die werden uns glauben, wenn sie die Aufnahmen sehen. Was hast du, Paula? Paula. Das ist ja nur Blut. Das Ding war irgendwie giftig. Sie muss zu einem Arzt. Hinten. Hast geschafft. Nur noch ein paar Meter, Paula. Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand?
Hallo? Wir brauchen hier Hilfe! Ein kleines Stückchen durch. Ist das ein Mensch? Das ist eine Kuh, glaube ich. Die ist völlig verätzt. Scheiße. Hallo? Hallo! Das ist was zu essen. Die haben versucht, die Dinger zu verbrennen. Hallo? Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Hallo?
Fernseher. Hier, in der Küche. Oh, verdammt! Leo! Scheiße, ich bin voll rein. Pass auf. Leo. Es ist frisch. Wir brauchen ein Telefon. Irgendwo muss doch eins sein. Seht ihr das? Scheiße. Du meine Güte. Thank you.
musst mir jetzt helfen. Allein schaffe ich das nicht, ja? Wir verstecken uns da oben, okay? Okay? Was machen wir, wenn es kommt? Komm. Komm her. Hier oben finden sie uns nicht. Ist fast leer. Hast du gesehen, wie schnell sie sind? Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es ist nicht von dieser Welt. Ines Geburtstag. Ja? Und wie Manuel so besoffen war, dass er sich dreimal übergeben muss. Weißt du das noch? Du warst auch ganz schön betrunken. Du wolltest im Rhein schwimmen gehen. Du hast darauf bestanden, ins Wasser zu springen. So, dass wir dich zu dritt davon abhalten. Oh Mann. Scheiße. Wie kann man so verrückt sein? Ich war einfach.
warm. Wir sind noch zu zweit. Melissa ist gerade unten für Mädchen. Wir müssen davon ausgehen, dass Paula tot ist. Melissa! 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 Melissa. 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 Komm schon, wir müssen weiter. Melissa?
Thank you.